Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Unleashing of Erkältung 2. Ja, DSD ist die Wund. Euer ziemlich angepisst Netzwerk Retro. So, ja, Leute, wir sind hier noch in diesem dämlichen Dungeon und ich bin mittlerweile noch stärker erkältet. Und ich bin natürlich noch angepisster als in jedem anderen Let's Play zuvor. Einfach, weil ich's kann. Ja. Steve, das machst du gerade richtig falsch. Nein, tue ich nicht. Ich fand das so cool. Ich habe vor kurzem, also ich habe gestern den Part 24 Mystic Quest bearbeitet. Mystic ja. Quest Legend. Und da gab es eben auch genau so eine Situation schon vor einem Jahr, ja. Wo wir irgendwie darüber reden, dass, wie nützlich irgendwelche Tränke sind. So, nein, sind sie nicht. Okay. Das ist genauso nützlich wie Ambrosia. Nein, ist es nicht. Okay. Oh, aber auch so richtig so ernst, wirklich so ernst, so angepisst. Oh, du bist tot. Mensch, super. Ich hab den Kampf verloren. Hat dir schon jemand gesagt, dass du extrem schlecht in diesem Spiel bist? Nein, bin ich nicht. dann muss ich magisches Wasser trinken. Ja. Ich hoffe natürlich, dass ich es nicht vergesse, irgendeinen Huster am Ende rauszukatten oder so. Beziehungsweise mich zu muten. Ja, und wenn doch, dann wurde das Chaos aus Steve's Hals unleashed. Ja. Also wenn ich auch heute etwas anderes klinge, es liegt nur daran, dass du gerade wieder im Stimmbruch bist. Ja. Der zweite Stimmbruch, der kommt irgendwann so, kurz bevor man 30 wird. Aber wir haben einfach gerade Bock aufzunehmen. Haben jetzt auch schon ein paar Tage nicht aufgenommen. Ja, ein oder deiner so. Deiner Erkältung geschuldet war. Ja. Diesem Arschloch. Ich hoffe, du hast es diesem Weg so auch nicht gegeben. Ach stimmt, der ist ja nur gegen dunkel empfindlich, der Typ. Und ich weiß eigentlich, wie lange dieser dämliche Dungeon noch gehen soll. Auf welcher Ebene sind wir jetzt? 7 oder 8, ne? Ja, irgendwie. Ich weiß, dass wir am Ende vom letzten Part auf jeden Fall dachten, dass wir es gleich geschafft haben. Und dann haben wir gesehen, oh mein Gott, nein, noch eine riesige Etage. Weil die davor, das sah irgendwie so final aus, so von wegen, naja, du musst nur noch diesen Raum durchgehen und dann bist du beim Teil. Ja. Nein. So ist das nicht. Genau. Super. Das ist super, wenn die Gegner jetzt nicht nochmal zum Einsatz kommen. Naja, dann bist du tot. Man muss natürlich kurz dazu sagen, dass das Spiel jetzt auch nicht so schlecht gebalanced ist, wie es gerade wirkt. Denn wir laufen ja einfach in Trunks-Mode. Ja, genau, im Trunks-Mode. Wir laufen im Super Saiyajin-Mode. Ist es ja effektiv. Naja, es kommt darauf an, wenn wir im GT, wenn wir gerade GT-Zeiten sind, dann ist Trunks-Mode nicht gut. Dann ist Trunks-Mode gleich Pussy-Mode. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja das ist was anderes. Das ist ja. Ich weiß mich auch bis heute noch, wie man den Charakter so versauen konnte, ja? Ich meine, Future Trunks war so cool. Und dann gibt's den GT Trunks. Ja, die haben sich eben gedacht, was wäre, wenn Future Trunks sozusagen diese ganzen Ereignisse nicht gehabt hätte? Dann wäre er vielleicht einfach nur eine Pussy geworden. Ja. Ja, und genau so war es dann auch. Keine Ahnung, die wollten halt ein paar Charaktere umschreiben, warum nicht? Ich meine, irgendwas musst du ja machen, wenn du plötzlich so ein Projekt wie Dragon Ball anvertraut bekommst und da irgendwie noch was Eigenes mit einbringen musst. Ist das abgestürzt? Nein, nein. Okay. Du musstest es wahrscheinlich erstmal stocken, weil ich jetzt gerade versucht habe zu begründen, warum man Dragon Ball verschandeln kann. Nee, eigentlich musste ich nur mich muten, um zu husten. Achso. Sehr gut. Aber das könnte auch der Grund sein. Nein, 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 nein. Das geht natürlich noch weiter, ne? Also ich bin noch lange nicht am Ende. Also ich finde das auf jeden Fall in Ordnung. Und wenn ich Dragon Ball bekommen würde, dann würde ich wahrscheinlich so einige Sachen umschreiben. Aber zum Guten würde ich sie. Ja. Das Dumme ist nur, es würde wahrscheinlich so gut werden, dass es schon wieder schlecht wird. Weil ja. Dragon Ball dadurch jegliche Essenz verlieren würde. Das Problem ist halt, dass Dragon Ball eigentlich von seiner Trashigkeit teilweise lebt. Ja, eben. Na? Dragon Ball ist halt genau in dem gerade trashig, dass es halt wiederum cool ist. Das ist aber schon wirklich ziemlich trashig. Oh nein! Das sind starke Gegner, ich kann ihre Augen spüren. Los, unterdrück deine Augen. Ja. Oh mein Gott, los, wir müssen uns teleportieren. Gut, dass ich diese Technik beherrsche. Gut, dass ich diese Technik in Folge 275 gelernt habe. Offscreen. Ja, offscreen. Ja, zwischen Folge 310 und 311 habe ich das gelernt. Da war ich bei irgendwelchen Aliens, die nur auch kurz erwähnt werden, aber nie gezeigt. Das ist das Geile, ja. Das ist ja das Coole. Er hat das von Aliens gelernt, ja? Ich glaube, im Anime wird da noch eine Szene gezeigt. Ja, oder? Ja, im Anime wird eine total random Szene gezeigt. Im Manga ist es halt wirklich so, dass er das halt einfach nur so nebenbei erwähnt. Jo, ich war bei irgendeinem anderen Volk und hab das dort gelernt. So ein Quatsch, ey. Vor allem, das Volk kann halt so eine random, extrem mächtige Technik. Aber wirklich so völlig randomly extrem mächtig. Die können sich teleportieren? Ernsthaft? What the fuck? Ja, vor allem, warum können die das? Warum kann das niemand anders?
weil die das erfunden haben. Okay, nach da rechts müssen wir, ne? Ja, da muss es so um einen Geheimgang geben, ne? Hoffe ich. Ja, ich denke, du wirst wohl wegklatschen müssen. Das ist schlecht. Das schaffst du schon. Hättest vielleicht nochmal Heiltrank nehmen müssen, als du gespeichert hast, aber... Das schaffst du schon. Muss ich nicht. Nein, das ist sagen müssen. Nein, hätte ich nicht. Aber doch, hättest du. Ach, diese Magieimmunität von diesen anderen beiden Leuten ist so dumm. Aber wir sind ja nicht gegen Magieimmun. Wir sind ja nur gegen spezielle Zauberimmun. Es gibt nur drei Elemente. Aber du kannst dem Mädel doch irgendwie 800 Schadenspunkte machen mit irgendwas. So, Steve? Ja? Warum nimmst du keine Heiltränke? Ich kann dem Mädel angeblich Schaden reindrücken. Ich versuch's jetzt nochmal. Ich nutze mal Licht. Ja? Aber mit irgendwas ging das doch. So. Ja, damit nimmt er nur Schadenspunkte. Aber mit irgendwas, von irgendwas hat er doch 800 Schadenspunkte. Mach mal dunkel. Von dunkel bekommt er. Genau. Aber die Ratte bekommt von nicht Schaden, oder? Ich hab da jetzt gerade nicht so wirklich aufgepasst. So, okay, gut, dann muss ich jetzt halt wirklich... Ja, schmeiß noch ein paar Heiltränke rein, auf jeden Fall. Ja, wir waren gerade bei Dragon Ball, aber ich höre den Soundtrack auch so gerne. Vor allem von GT. Ich muss zugeben, mir gefallen die Stücke von GT wirklich sehr gut. Das ist, glaube ich, das einzig Gute an GT, der Soundtrack. Oh, das reicht ja völlig aus. Aber nein, ich fand allgemein, dass es sowas wie GT überhaupt gab, war schon mal ganz gut. Also einfach mal, um zu zeigen, überhaupt was passiert, wenn sozusagen, naja, das Ganze sozusagen von einer Third Party gemacht wird, mit immer noch minimalem Einfluss höchstens vom ursprünglichen Entwickler. Ja, es ist ein gutes Negativbeispiel, ne? Genau, es ist eigentlich ein ganz gutes Negativbeispiel. Und ich meine, es ist ja auch so schlecht angekommen, dass der Sender, der das damals ausgestrahlt hat, das ja auch so nicht weiterführen wollte. Und die waren ja dann wahrscheinlich auch froh, ich meine... GT war ja auch im Japanischen recht kurz, ich glaube mit irgendwie 60 Folgen oder 65 oder ja. So. Oder vielleicht nicht mehr, vielleicht waren es auch nur 52 so ungefähr. Nee, es waren glaube ich schon noch was um die 60. Also ich glaube, ich habe mir 40 Folgen angeguckt oder so. Ich müsste dann nochmal nachschauen, weil normalerweise ist es ja in Japan eigentlich so, dass sie sozusagen eine Folge pro Woche machen. Mhm. Aber es gibt ja bei denen auch noch Feiertage und so. Oh, was geht denn darum? Ist es etwa ein kleines Teil? Komm her, du Bruchstück! Vor allem, er hat sogar gesagt, das ist eines der Teile, das ich für das Amulett brauche. Das hat er gerade gesagt, ja. eines der Teile. Alter. Steve, da bekomme ich solche Aggressionen, ja. Da würde ich am liebsten so richtig hart rumragen, ja. Aber ich lasse es lieber sein. Damit der gute Atze nicht weg wird. Oh. Vielleicht sehen wir jetzt Atze. Nein, du bist im Menü. Geh lieber aus dem Menü raus. Sonst crasht er noch das Spiel. Ja, es steht ein Kind bei uns rum. Alan? Was hast du getan? Ja, wo kommt dieses Kind auf einmal her? Los, lass da mal hinfliegen und das Kind, ausfragen, was es in seiner Kindlichkeit so alles gesehen hat. Oder Kindlichkeit oder was auch immer. So. Sind wir schon wieder da? Das ging ja fix. Ja. Können wir auch direkt zum King. Jetzt wirst du doch nicht sowas sagen wie, bitte verschandel diesen Namen nicht. Ja. Was macht denn ein kleines Kind wie du hier? Möchtest du etwas spielen? Hallo, bist du Alan? Nein, das bin ich nicht. Ich bin Alex. Das ist Alan. Hi, man. Ich bin Alan, ey. Was gibt's, man? Nein, ich bin Alan. Ist etwas? Ich habe hier nur eine Nachricht für dich. Eine junge Frau hat mir dies aufgetragen und dafür habe ich 50 Kronen bekommen. Zeig mal her. Weil es hätte doch nicht einfach ein Briefkasten sein können oder so, ne? Ja, bitte, ich verschwinde nun. Warum zum Teufel schicken die da ein kleines Kind? Netter Junge. Was? Naja, was steht denn hier? Ein Berg in direkter Linie, der Osten ist frei. Möge die Sonne brennen. Ein Ort, an dem du das Relikt des Todes findest. Was? Oh, da hat jemand ziemlich einen Bullshit zusammengeschrieben. Oder ah, jetzt kommt das. Alles klar, okay, Oh man, und wer, ey? Vielleicht finden wir... Achso, vielleicht finden wir vor Ort mehr. Möge die Sonne brennen. Das klingt irgendwie nach der Wüste. Ja, jetzt fängt dieser Plot an, okay. Natürlich musst du nicht nochmal gehen, oder? Nein. Okay. Jetzt beginnt... Ach, stimmt, der hat uns ja gesagt, dass wir den restlichen Buch Jetzt beginnt ein neuer Teil des Mainplots. Lass doch mal direkt hingehen. Habe ich auch vor. Ein Teil des Mainplots, der
wirklich notwendig waren. Ja, los, lass mal hingehen. Wahrscheinlich genauso notwendig wie alles andere, was wir bisher gesehen haben. Das war das Erste, was ich für Make-up was nachgucken musste, weil ich die Lösung am Ende als so dumm erachtet habe, dass ich wirklich mir Make-up nochmal versichern musste, dass es wahr ist. Ich muss mich übrigens jetzt schon entschuldigen. Nicht nur Steve muss eventuell husten. Ich muss eventuell Fliegen klatschen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht, dass du das machen musst, weil das wäre mega nervig. Wir sind auf jeden Fall gerade um wir zwei Fliegen und die stressen schon wieder rum. Ja, dann musst du mal Stressbewältigung machen. Was? Stressbewältigung? Ja, da nehme ich eine Fliegenklatsche und dann zerklatscht die Dinge. Nein, einfach. Die sollten dann noch nicht direkt am Mikro zerklatscht werden. Einfach du musst jetzt nur wirklich hier die komplette Wüste durchkämmen, wie in Spaceballs. Irgendwo eher ist es. Das ging schnell. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau ist oder ob wir es einfach nur ein Wüstengebiet haben. Aus welchem Spiel war das? Secret of Mana? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall aus irgendeinem Super Nintendo Spiel. Was, warum stirbt die nicht gleich mit? Keine Ahnung. So ein Quatsch. Nein, ist es nicht! Doch, ist es. Ich weiß gerade nicht so wirklich, woher das alles kommt. Aber wir werden es noch herausfinden, vielleicht. In den Eternal Legends gab es das Chipset auch. Ja, in jedem Maker-Spiel gab es irgendwelche Chipsets aus irgendwelchen kommerziellen Spielen. Ich glaube, es ist noch nicht mal das Gebiet, wo wir wirklich hin müssen. Sondern ich glaube, das ist einfach nur ein großes Wüstengebiet. Mit vielen bunten Gegnern, die man alle klatschen kann und schön tolles Random-Loot findet. Mit vielen Gegnern, dass ich aber, seit ich das in Erinnerung habe... Ja, die sind alle gegen Magie immun. Das sind Superschlangen. Kannst du nur mit Eis töten und Alex braucht man dringend einen MP-Saft. Ich erinnere mich auch, dass sich das Gebiet einigermaßen lohnt. Es sind relativ viele Gegner hier, die aber alle nicht wirklich was können. Das lohnt sich dann tatsächlich, wenn man grinden möchte. Und deswegen sollte man das Gebiet hier mitnehmen. Die Gegner respawnen wahrscheinlich auch, oder? Wenn man die Map verlässt, ja. Oh. Krass. Dann kannst du einfach unendlich mächtig werden und hier an diesen Pissgegnern grinden. Du sagst jetzt hier 1400 Erfahrungspunkte für nix. Ja, doch, du hast Mana dagegen eingetauscht. Das ist tatsächlich wichtig. Ja, aber das hier ist nun wirklich... Die Gegner geben kein Gold. Ja, gut, okay, das musst du natürlich immer beachten, ja, da hast du natürlich recht. Also deswegen, solange du noch irgendwo Loot finden kannst, aber irgendwann könnte es tatsächlich mal zu Problemen kommen. Nein, tut es nicht. Aber du kannst dein Gold verdoppeln. Ja, okay, wegen diesem komischen Minispiel, ja, ist schon in Ordnung. Wenn es das nicht geben würde, oder man das tatsächlich real spielen müsste, ohne Speichern. Das ist richtig. Hätte man so ein kleines Problem, ne? Ja. Aber er hätte zum Glück das Glücksspiel eingebaut und die Möglichkeit zu speichern. Frei zu speichern. Oh nein, du hast gehustet, ich muss cutten. Naja, das ist... Das Problem ist halt, dass wir auf unserem Schwierigkeitsgrad nicht frei speichern können. Ja. Das ist totaler Quatsch. Ich finde das cool, dass man die Reise ins All zum Beispiel wirklich überall speichern kann, sogar während man mitten in der Quest ist oder sowas. Was auch sinnvoll ist. Reise ins All und so hat nur ganz wenige Schwächen. Eine der tatsächlich realistischen Schwächen ist kein Questlog. Wie gesagt, das fehlende Journal, das hatte ich heute auch, als ich aufgenommen habe. Das war echt so geil. Ich fange so an, laber erstmal so rum, lauf so ein bisschen rum und denke mir dann so, was muss ich überhaupt machen? Interagiere mir so mit zwei, drei Gegenständen, denke mir so, ich muss mal einen kurzen Cut machen und beim letzten Part nachgucken. Und dann merke ich so, ah ja, am Ende vom letzten Part wusste ich auch nicht, was ich machen sollte. Ja, dann habe ich es aber trotzdem noch schnell rausgefunden innerhalb von 2 Minuten. Einfach nochmal mit einem interagiert und hör auf. Alles außer Eispfeil ist sinnlos gegen diese Schlangen. Ich weiß. Das hat mich jetzt irgendwie nicht so wirklich überzeugt. So, okay, nicht hier rausgehen. Ah, nicht versehentlich rausgehen, sonst respawnen die ganzen fiesen Gegner wieder und dann musst du alle nochmal von vorne klatschen. Naja, wir hat hier ein Wüstengebiet. Das ist machbar. Genau, kann man schön grinden. So, genau, nochmal angreifen und Eispfeil. Ich meine, die Gegner haben echt nicht viele Trefferpunkte. Nee. Und bei hier in der Wüste auch noch ein Dungeon. Echt, hier ist noch ein Dungeon? Ja.
Wissen Sie mal eigentlich auch gerade hier in der Wüste, um diesen Dungeon zu finden? Meinst du jetzt den von dem Nebenquest oder meinst du jetzt, ist es jetzt doch ein anderes Gebiet oder? Ich kann Das, was wir gerade bekommen haben von dem Kind, ist keine Nebenquest, sondern eine Mainquest. ja, aber du weißt schon, es ist ja ein bisschen so verpackt, als wäre es eine Nebenquest. Findest du? Ich dachte mir, was will Martin Sonic jetzt von mir? Also ich finde eigentlich, dass es eher so einen Eindruck einer Nebenquest macht, man würde es dann wahrscheinlich unter Hauptquest finden. Aber das hatten wir auch schon bei der anderen Quest, wo wir dachten, das ist eine Nebenquest. Ja. Erinnerst du dich daran? Nein, aber ich sag einfach mal ja. Ey, das war vor 10 Parts oder so, als ob du dich nicht daran erinnern könntest. Ich bin in der Zwischenzeit krank geworden. Genau, das ist jetzt eine Ausrede für alles, ja? Ja, deswegen muss ich Naja. mich aktuell auch mit Fieber auf Arbeit schleppen. Das ist ja was anderes. Wie hoch ist dein Fieber? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass ich die komplette Zeit, weil ich auf Arbeit saß, geschwitzt habe, meine Stirn geglüht hat und ich dabei ausgelaufen bin. Das kann auch im Sommer liegen. Nee, lag's an der Stelle Nein, tut nicht. es nicht! Nein, tut es nicht. Das sieht aus wie ein Höhleneingang. So, glaub, wir haben gleich das Gebiet abgehakt. Da muss noch diesen einen Skorpion töten. Der sich wundert, warum ich trotzdem mit Fieber zur Arbeit gehe, ganz simpel. Man sollte so als Tipp innerhalb der ersten 2 Monate in einem Unternehmen nicht krank machen. Es sei denn, ihr müsst ins Krankenhaus. Aber das ist ja was anderes. Ja, aber ansonsten. Also, dann solltet ihr lieber auf Arbeit abklappen, ja? Und, aber nicht einfach zu einem Arzt gehen und euch krank schreiben lassen, egal wie gerechtfertigt das ist. Also im Zweifel irgendwie giftiges Zeug oder so essen, damit ihr ins Krankenhaus kommt. Dann könnt ihr auf jeden Fall noch innerhalb der ersten Monate blau machen. Naja, also es ist halt so, ihr seid ja auf jeden Fall noch eine Probezeit und Mach mal einen Eispfeil. jetzt mache ich keinen mehr. Ja, Und gibt's Probe. es gibt da so ein ungeschriebenes Gesetz, und das sagt eigentlich aus, so wer in den ersten paar Wochen krank ist, der scheint nicht zuverlässig zu sein. Was an sich Quatsch ist, aber irgendwie können wir gegen den kämpfen, wenn wir hier unten sind. Das ist ja ziemlich schlechtes Timing. In Vampire's Dawn ging das. Ja, und es geht auch Ich fand mit denen. das so cool, als wir in diesem einen Gebiet langgelaufen sind und der Gegner hat uns von unten aus angegriffen. Erinnerst du dich Ja, daran? ja. Es geht mit dem ja auch, ne? Das kommt her. Ah, okay, hier geht's gerade nicht. Geht's hier? Ja, Ja. da geht's. Ach, das ist so witzig. Ich muss natürlich dazu sagen, so einen Bug zu vermeiden ist nicht ganz einfach. Gut, was heißt Bug? Es ist ja durchaus realistisch, dass es so ist, ne? Jein. Warum wir jetzt mit denen auf einer Ebene rumstehen, finde ich, ist eher Schwachsinn. Nö, ja. Gut, Da man müsste müssten. dir. Ja, okay, gut, hat er das da den Kampf eben nicht angepasst, ne? Also, ich finde, es wäre okay, wenn das Fernkämpfer sind. Generell würde ich es eigentlich ganz cool finden, wenn man ein Spiel unterscheidet, ob ein Gegner ein Fernkämpfer ist oder ein Nahkämpfer ist. Und ein Fernkämpfer vielleicht einfach einen gewissen Radius hat, wo er einen dann einfach angreift, ne? Ich finde das ganz cool im Mondschein. Sind ja auch Map-Encounter. Aber man muss nicht direkt den Gegner berühren, sondern man muss in den Umkreis des Gegners kommen, so dass er einen aufspürt. Sobald er einen sieht, geht der Kampf los. Genau. Und das finde ich eigentlich als System ganz cool, muss ich sagen. So, ich denke mal, wir haben jetzt die Wüste noch Du hast auf nicht. jeden Fall ein anderes Moonshine gespielt als ich. Ich habe die Version 1.6 gespielt. Ja. Ich weiß nicht, welche ich gespielt habe, aber auf jeden Fall nicht Version 1.6. 1.6 ist super. Also, natürlich nur im Lutscher-Mode spielen, ist klar. Wieso? Im Lutscher-Mode sind die Balancing-Probleme gelöst. Wieso Balancing-Probleme? Man muss im Original-Mondschein sehr viel grinden. Und dort nicht, okay. Muss Kannst überhaupt du nicht grinden. verspeichern? Leider nein. Also auch im Lutscher-Mode nicht. Nein. Aber ich konnte freispeichern. Ja, ich würde mir auch direkt erstmal ein Item einbauen, das mich frei speichern lässt. Natürlich. Ich lasse mir noch nicht von dem Spiel sagen, wenn ich meine Parts zu beenden habe. Die ziehe ich schön von selbst in die Länge. Nicht frei speichern im Rollenspiel ist halt wirklich absoluter Bullshit. Also, man muss das immer so sehen. Wenn man den Gegner, wenn man den Gegner, genau, der Spieler, aber manche Entwickler sehen, glaube ich, den Spieler als Gegner an. Wenn man den Spieler einschränkt, dann muss das einen Mehrwert haben. Und nicht einfach nur, ich mache das so, weil andere Spieler haben das auch schon getan. Ich weiß so viel, dass eine Anspielung ist. Geil, ey. Ich will jetzt auch hier keinen Namen nennen, weil ansonsten gibt es nur wieder Beef.
Aber, also Nee, geht. ich denke, du magst kein Fleisch. Aber so gehen nun mal einige Entwickler vor und das ist halt sehr schade. Hauptsache Spieler einschränken und noch nicht mal irgendwie dafür einen Grund haben. Ist doch schön. Und nur weil irgendein Spiel irgendwas gemacht hat, ist das noch lange nicht gut. Aber man kann ja auch einfach seine eigenen Ideen verwirklichen und auf irgendwelche Kritiker scheißen, weil. Weiß nicht, wenn es Spaß macht, dass man nur an irgendwelchen bestimmten Punkten speichern kann, dann macht man das halt so. Das ist halt einer der wenigen Schwachpunkte an Lonely auch gewesen, dass man nicht frei speichern konnte. Weil in Lonely hat es auch keinerlei Mehrwert gehabt, dass man nicht frei speichern konnte, außer in Gefahren sehen. Da ist ja in Ordnung, dass man da nicht speichern kann, ne? Genau. Also das ist ja in Ordnung, dass man sagt, dass man in Game-Over-Passagen nicht frei speichern kann. Hey, da sagt niemand was gegen. Lonely vermisse ich auf jeden Fall ein bisschen. Das waren echt ziemlich coole Schockeffekte. Aber ist ja absolut zu Recht nicht Projekt des Monats geworden im Atelier. Nö, hätte ja nur 3 Stimmen oder 4 bekommen und davon waren ja 2 von uns. Weil wir ja versucht haben, die Wahl zu manipulieren. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für Vorwürfe wir schon bekommen haben. Nee, okay, den haben wir tatsächlich nicht bekommen. Das ist Nicht doch. direkt, ja. Nee. Aber dafür kann so ein Unleashing of Chaos auch Spiel des Jahres werden. Ja. War's das? Nee, zum Glück nicht. War es wenigstens bei den Top 3 dabei? Ich glaube, es ist drittes geworden, ja. Drittes oder viertes ist es geworden. Ich glaube, es ist knapp viertes geworden. Weil das Jahr sogar mal relativ stark war, weil nicht mehr auf Chaos rausgekommen ist. Da werden wir dann auf jeden Fall Oskel nochmal nachschauen müssen. Schlüssel U erhalten. Oh, sehr schön. Dann können wir jetzt die Uwe-Truhe öffnen. Und ich glaube, das war's auch. Hier in dem Gebiet. Kein Ja. Dungeon? Nein, hier nicht. Ich habe ja, das hier ist einfach ein Bonusgebiet, wo es um Schlüssel U geht. Ah Und ja, alles ich habe mir klar. schon gedacht, dass wir das ungefähr so in 8 bis 10 Minuten Durchgrinden sollten. durchgehalten sollten. Das haben wir 15 dafür gebraucht, aber das geht ja auch. Und im nächsten Part. Nee, es waren so ungefähr 10 Minuten. Weil wir haben ja noch den Na anderen nee. Dungeon fertig gemacht, dann haben wir uns noch den Dialog angehört. Ja, wir haben echt ganz schön viel geschafft heute in dem Part. Wir Und sollten damit aufhören. im nächsten Part gehen wir in den Dungeon, um einen weiteren Teil des Mainplots zu aktivieren und um einen neuen Charakter kennenzulernen. Denn das Spiel hat noch nicht genügend Charaktere. Lass uns sagen. Und ich weiß noch nicht, ob wir die jetzt schon im nächsten Part kennenlernen, aber. Hast du irgendwelche random NPCs? So. Sag mal, Na geht's ja gut. auch irgendwo wieder Ich, raus? das frage ich mich auch gerade. Ah, das ist ja echt ein cooles Gebiet. Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir aus diesem Gebiet endlich wieder raus sind. Ach, da haben wir es geschafft. Ich war DSD Steve und Euer Let's Play Retro. möge die Alte Macht mit euch sein. Tschö, tschö.